Jonathan Reed, David Rottmann, Jeff Sweats und Petra Macholder da an der blauen Linie, der schon wieder wartet. Talent auf Rottmann. Rottmann schießt selber. Und Tor! Mark Kalt verwertet den Abpraller für die Dresdner Eisröwen. Ich habe es nicht genau gesehen, klang aber wie Pfosten. Ja, klang auch so, dass er dann vom Pfosten noch reingesprungen ist. Genau. Das müssen wir uns in der Wiederholung anschauen. Auf jeden Fall nutzen die Dresdner Eisröwen die erste Überzahlsituation und gehen hier 4 Minuten 13 Sekunden vor der ersten Drehung mit 1:0 in Führung. Ist aber halt die Scheibe im Drittel drin. Dresden gleich in der Formation. Campbell auf Krumins, der passt in die Mitte zu Gartner. Oh! Tor! Was für ein Tor von Marius Gartner und was wie rausgespielt. Ja, clever stand er da, um erst dem Torhüter die Sicht zu nehmen. Macht dann den Schritt raus, da wird er bedient von Arthus Krumins und dann freie Schussbahn. Und die Dresdner Eislöwen erhöhen auf 2:0 und nutzen. Erneut ihr Powerplay. Knapp 5 Minuten gespielt im Mittelabschnitt und 2:0 für die Eislöwen. Campbell spielt die Scheibe in die Rundung zur Sache an die blaue. Campbell. Krumins. Campbell, Schuss. Riesenmöglichkeit für Dresden. Jetzt Sacher und Tor! Oh, Sacher! Wahnsinn! Die Dresdner Eislöwen heute zum dritten Mal erfolgreich in Überzahl. Und wieder mal Mirko Sacher als Verteidiger der Torschütze. 32 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels erhöht Dresden somit auf 3:0. Wo die Gewinner neu für Dresden? Macholder. Schon Tor! Petra Macholder! Von der blauen Linie Petra Macholder. Und erneut das Powerplay genutzt. Ja, und Lent hat die Scheibe wahrscheinlich nicht gesehen. Über die Schulter, hoch ins Eck. Genau, auf der Fanghandseite. Ja, die Eislöwen nehmen es gerne mit. Sehr aggressiv von Dresden erneut. Marc Schaub, Settensner hinterher. Pass vors Tor. Und Brett Jäger. Ja, Tor für Frankfurt. Tor für Frankfurt. Da rutscht Brett Jäger die Scheibe durch die Schoner und dann Stocher noch jemand nach. Ja, war es Nico Obre? Ich habe es leider nicht genau gesehen. Ich habe sie auch nicht sehen können. Mal schauen, was der Hauptschiedsrichter sagt. Nun bekommt Frankfurt zumindest zum Ausgleichstreffer. Nicht Ausgleich, Anschluss, Entschuldigung. Letzten 10 Sekunden laufen und somit erstes Spiel für Bill Stewart, erster Sieg, ein 4:0 Sieg der Dresdner Eislöwen. 4:1, Robin. 4:1, Entschuldigung. Also die Dresdner Eislöwen melden sich mit einer eindrucksvollen Leistung hier wieder zurück. Ja, und haben wie ausgewechselt gespielt aus meiner Sicht. Entscheidend heute für mich ganz klar die Special Teams gewesen. 4 Tore in Überzahl für die Dresdner Eislöwen. Auf jeden Fall, klar. Sehr gutes Unterzahl aufs Spiel, auch von den Dresdner Eislöwen.